Moin Moin, herzlich willkommen, schön, dass ihr am Start seid, hier auf meinem Kanal Inkev. Wenn ihr Bock auf True Crime habt, dann lasst gern einen Kommentar da. Würde mich freuen, weil das zeigt mir dann die Bestätigung oder so, oder auch nicht, keine Ahnung. Wir gucken jetzt aber zumindest ein sehr interessantes Thema an, und zwar von Insolito, der macht ja generell sehr, sehr gute Videos. Und zwar heißt der Titel Backpacker verschwindet spurlos nach Barbesuch. Der Fall Theo Hayes. Okay, ey, Backpacker, ich habe davon, also nicht von dem Fall habe ich gehört. Aber so Backpacking-Stories gibt es ja hin und wieder schon mal bei True-Crime-Zeug. Und da bin ich gespannt, was hier kommt. Mal schauen, was Insolito uns da hier jetzt zu erzählen hat. Der macht das aber mal sehr geil. Nach der Schulzeit eine Weile in Australien zu leben, ist vor allem in Europa ein großer Wunsch vieler Jugendlicher. Der große Kontinent zwischen dem Pazifischen und dem Indischen Ozean scheint junge Menschen magisch anzuziehen. Die vielfältige Landschaft, die großen Städte und abgeschiedenen Örtchen lassen Langeweile unmöglich wirken. Der perfekte Ort, um weit weg von zu Hause ganz auf sich gestellt zu sein und Abenteuer zu erleben. Ende 2018 steigt auch der damals 18 Jahre alte Theo Hayes aus Belgien in ein Flugzeug nach Australien. Er kommt mit einem Working Holiday Visa. Das erlaubt ihm, bis zu 12 Monate in Australien zu bleiben und dort zu arbeiten. Er verbringt knapp 6 Monate dort und hat die Zeit seines Lebens. Während seiner Reise trifft er auch einige Verwandte, wie zum Beispiel seine Cousine Lisa, die ebenfalls durch Australien reist. Regardez qui j'ai retrouvé! Es gibt sogar Videos davon. Nein, das macht mich immer so. Da weißt du mal ganz genau, das ist noch nicht so lange her. Das ist noch nicht so lange her, als das passiert ist. Kuckuck! Doch diese unbeschwerte Zeit nimmt nur eine Woche vor seiner geplanten Rückreise ein abruptes Ende. Denn Theo Hayes verschwindet. In einem alltäglichen Moment, in einer belebten Gegend, in einem weit entfernten Land am anderen Ende der Welt. My name is Lisa and I need your help to find out what happened to my cousin Theo Hayes. Oh Mann, ey, ist das schon wieder ein krasser Fall bestimmt. Und das klingt wie ein. Das klingt wie ein. Wie ein Fall, der. Kein. Na, was heißt kein gutes Ende nimmt, sondern wo es kein Ende gibt. Okay. Ja, Cold Case, genau. Der 18 Jahre alte Theo hat seinen Schulabschluss in der Tasche und möchte in seiner Heimatstadt Brüssel Ingenieurwesen studieren. Vorher will er aber seine Unabhängigkeit noch einmal so richtig auskosten. Die Familie Hayes hat einige Verwandte in Australien, sodass Theo die Entscheidung leicht fällt. Hier möchte er ein paar Monate verbringen. Zum Abschied lädt er all seine Freunde in eine Bar in Brüssel ein. Auch seine Freundin kommt zu dem Treffen. Trotz der großen Entfernung möchten die beiden weiterhin zusammenbleiben und eine Fernbeziehung ausprobieren. Die Freundesgruppe sitzt gemütlich zusammen und hat einen schönen Abend, bevor Theo Hayes sich in sein großes Abenteuer stürzt. Natürlich machen sich seine Eltern Sorgen, als ihr Sohn aufbricht. Das ist wohl ganz normal. Dennoch sind sie einigermaßen beruhigt. Australien gilt als ein sicheres Urlaubsziel, Theo ist verantwortungsbewusst und vorsichtig. Er plant seine Reise akribisch. Spontane Unternehmungen sind nicht wirklich sein Ding. Der 18-Jährige hat im europäischen Ausland auch schon einige Reiseerfahrungen gesammelt. Er verspricht sich, regelmäßig bei seiner Mutter und seinem Vater zu melden. Seine Mutter bittet ihn noch darum, nicht zu viel herumzuklettern oder von Klippen zu springen. Theo verspricht ihr, auf sich aufzupassen. Aber dieses Versprechen wird er leider nicht halten können. Die Reise von Theo Hayes beginnt im Südosten von Australien, im Staat Victoria. Am 12. November 2018 landet er dort am Flughafen. 2018, also der Fall ist mittlerweile 6 Jahre her. Das ist schon wieder eine verdammt lange Zeit. Für einen Cold Case ist das wieder so eine lange Zeit, dass es... Also keine Ahnung, ob es jetzt Neuigkeiten darüber gibt, aber das Video ist gerade mal vor 2 Monaten entstanden. Das ist schon wieder so eine Sache, wo ich mir denke, okay, ja, nach sechs Jahren... kann da nichts mehr Positives bei rumkommen. Danke für den Sub, Nachbar. Von Melbourne.
Sein Partneronkel JP und dessen Frau Julia holen ihn ab. Julia ist Australierin. JP lebt schon seit ein paar Jahren mit ihr in Australien. Die beiden haben ein enges Verhältnis zu Theo. JP besucht Theos Familie regelmäßig in Europa und er ist ein guter Freund des Vaters von Theo. Auch zu den beiden kleinen Kindern von JP und Julia hat der 18-Jährige ein enges Verhältnis. JP, seine Frau Julia und ihre Kinder gehören einfach zur Familie Hayes dazu. Das Wiedersehen mit ihnen war einer der Gründe dafür, dass Theo unbedingt nach Australien reisen wollte. Er verbringt einige Wochen bei der Familie. Er fügt sich in den Familienalltag ein, macht Ausflüge mit seinem Patenonkel und spielt mit den Kindern. JP und Julia laden Theo ein, noch länger bei ihnen zu bleiben. Doch Theo möchte an seinen akribischen Reiseplänen festhalten. Er will mehr vom Land sehen. Er besucht Adelaide, das Great Barrier Reef und arbeitet bei den Australian Open. Im Januar und Februar 2019 verbringt Theo 2 Monate mit seiner Cousine Lisa. Auch sie ist vor ein paar Monaten für ein Gap Year nach Australien gekommen. In Melbourne teilen die beiden sich ein Apartment. Für ein paar Wochen arbeiten sie auch gemeinsam auf einer Farm, ehe sich ihre Reiserouten wieder trennen. Im selben Zeitraum trennt Theo sich von seiner Freundin in Belgien. Die Fernbeziehung hat einfach nicht funktioniert. Natürlich ist er darüber traurig, doch die beiden halten den Kontakt, was es einfacher macht. Und seine Reise bietet dem jungen Mann natürlich auch eine perfekte Ablenkung. Im Mai hält Theo sich für ein paar Nächte in Brisbane auf. Am 25. Mai trifft er sich dort noch einmal mit seiner Cousine Lisa. Diesmal ist auch sein Cousin Michael dabei. Er und Theo haben sich schon seit Kindheitstagen nicht gesehen. Dementsprechend groß ist die Freude über die kleine Familienreunion unter Cousins und Cousinen. Theos Reise neigt sich zu diesem Zeitpunkt bereits dem Ende. Er wird Anfang Juni nach Belgien zurückkehren, um die Aufnahmeprüfung für sein Studium zu machen. Theo freut sich schon riesig darauf und erzählt Lisa und Michael, wie aufgeregt er ist. Keiner der dreien kann damals ahnen, dass Theo seine Aufnahmeprüfung nie wahrnehmen wird. Denn nicht mal eine Woche später wird Theo Hayes verschwinden. Police are beginning a search, continuing to search, I should say, for a Belgian backpacker who's been missing from Byron Bay since last month. Kann man einfach aus nichts verschwinden? Am 29. Mai 2019 kommt Theo in Byron Bay an. Obwohl das kleine Städtchen in New South Wales nur etwa 10.000 Einwohner zählt, ist es bei Backpackern allseits bekannt und beliebt. Theo interessiert sich für Surfen und die Strände von Byron Bay sind dafür bestens geeignet. Er plant, etwa 1,5 Wochen dort zu verbringen. Am 12. Juni will er dann über Bangkok zurück nach Brüssel fliegen. Für seinen Aufenthalt hat er sich im Wake-Up-Hostel eingebucht. Die Unterkunft liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt. Am 31. Mai tauschen er und seine Mutter ein paar WhatsApp-Nachrichten aus. Danach kommen keine weiteren Nachrichten von Theo. Weder am 1. noch am 2. Juni hört sie etwas von ihrem Sohn. Anfangs versucht Theos Mutter, sich noch zu beruhigen. Während der Reise ist es immer mal wieder vorgekommen, dass Theo sich 1 oder 2 Tage nicht gemeldet hat. In der australischen Natur hat er manchmal keinen Empfang und Nachrichten kommen erst später an. Doch es vergehen immer mehr Tage. Und aus der Sorge wird Angst. Nach 5 Tagen hält sie es nicht mehr aus. Sie ruft Theos Patenonkel JP an. Vielleicht hat er ja etwas von Theo gehört. Doch auch JP hat in den vergangenen Tagen keine Anrufe oder SMS vom 18-Jährigen bekommen. Er verspricht Theos Mutter, der Sache einmal auf den Grund zu gehen. Da er selbst in Australien ist, ist es für ihn natürlich einfacher nachzuforschen. Theo hatte ihm erzählt, in welchem Hostel er in Byron Bay übernachten wollte. Als JP das Wake-Up-Hostel kontaktiert, bekommt er aber direkt ein ungutes Gefühl. Denn Theo hat nicht wie geplant ausgecheckt. Sein Gepäck ist immer noch im Zimmer. JP überlegt, wo Theo stecken könnte und sucht nach Anhaltspunkten. Er hatte seinem Patenkind geholfen, sein australisches Bankkonto einzurichten. Deshalb hat er die Online-Daten noch und hofft so etwas herauszufinden. Theos letzte Geldtransaktion fand in einer Bar namens Cheeky Monkeys statt. Vor knapp 1 Woche. Auch Theos Cousine Lisa geht der Sache auf den Grund. Theo hat ihr erzählt, dass er sich für den 3. Juni eine Busfahrt von Byron Bay nach Melbourne gebucht hatte. Sie ruft daraufhin beim Busunternehmen an.
Dort bestätigt man ihr, dass Theo ein Ticket gekauft hat. Doch er hat die Reise nie angetreten. Sein reservierter Platz im Fernbus nach Melbourne ist leer geblieben. Krass. Das passt so gar nicht zu dem 18-Jährigen. Eigentlich war seine Reise sorgfältig geplant und dass er sich spontan umentschieden hat, obwohl er schon etwas gebucht hat, kam nicht vor. Noch am 6. Juni 2019 meldet JP seinen Patensohn Theo bei der australischen Polizei als vermisst. Sofort beginnt eine groß angelegte Suchaktion. Theos Cousine Lisa und sein Cousin Michael haben die Aktion über Facebook organisiert und zahlreiche freiwillige Helfer gefunden. Die australische Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein. JP macht sich auf den Weg an die Gold Coast, um die Suche zu unterstützen. Er fährt Tag und Nacht durch Byron Bay und hält Ausschau nach dem 18-Jährigen. Theos Cousine Lisa kommt ebenfalls nach Byron Bay und fragt in der Stadt herum. Every day that passes adds up a layer of anxiety and also exhaustion. Die Polizei durchkämmt die Stadt gemeinsam mit Freiwilligen und hunderte Suchplakate werden aufgehängt. Auch in Theos Heimatland Belgien wird die Polizei aktiv. Dort wird ebenfalls versucht, möglichst viel über den jungen Mann und seine letzten Schritte herauszufinden. Parallel dazu planen seine Eltern, nach Australien zu fliegen. Pete, today police moved the search to Belongil Beach here in Byron Bay, using jet skis and drones to scour the sand and the sea for any signs of Theo. Police are genuinely baffled about what has happened to Theo and are asking residents in the area to check their security cameras to see if there's any more sightings of Theo on the night he went missing. Pete. Doch zunächst stehen die Ermittler in beiden Ländern bei der Suche nach dem jungen Mann vor einigen Hindernissen. Denn die Datenschutzgesetze erlauben es der Polizei nicht, auf Theos Handydaten zuzugreifen. Diese könnten aber interessante und auch relevante Informationen liefern. Nein! Zum Beispiel, ob... Was fürs... Oh, das ist ja richtig mies. Für so einen Fall gilt's auch nicht. Also, die haben praktisch eigentlich einen guten Anhaltspunkt, aber wegen Datenschutz geht's nicht. Obwohl das so ein gravierender Fall hier ist. Ob Theo noch mit jemandem telefoniert oder geschrieben hat. Über Google wäre es sogar möglich, seine GPS-Daten zu tracken. Bei der Familie Hayes wächst das Unverständnis. Seit nun einer Woche scheint niemand mehr etwas von ihrem Sohn gesehen oder gehört zu haben. Die Telefondaten könnten wichtige Anhaltspunkte dafür liefern, wo die Suchtrupps überhaupt Ausschau halten müssen. Doch der Datenschutz steht ihnen im Weg. Ja, meine Fresse, Datenschutz über Menschenleben bei einer großen Suchaktion. Also da merkt man doch, da läuft doch irgendwas schief. Guys, if you have any information... And if you do not want to deal with the cops, or if you are afraid to come forward, please make an anonymous call to Crime Stoppers. We know that Theo used WhatsApp the night he disappeared. We understand the politics about confidentiality and respect that. However, this is a question of providing assistance to a person in grave danger. It is vital that investigators get access to Theo's WhatsApp account without delay. Every minute counts. Theos Familie bleibt nichts anderes übrig, als auf eigene Faust zu handeln. Seine Mutter setzt sich an ihren Laptop und verbringt Stunden damit, verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Und tatsächlich gelingt es ihr, sein Passwort zu knacken und sich in sein Google-Konto einzuloggen. Oh, 10 Tage nach dem letzten Lebenszeichen ihres Sohnes. Damit eröffnen sich ihr und der Familie zahlreiche neue Ansätze. Die Erleichterung ist zunächst groß, denn bis zu seinem Verschwinden war Theo im Netz sehr aktiv. Auch die GPS-Datenerfassung von Google war aktiviert. Es ist also möglich, die letzten Schritte von Theo recht genau nachzuvollziehen. Doch als die Daten ausgewertet werden, werfen sie doch mehr Fragen als Antworten auf. Das Bewegungsprofil von Theo in der letzten Nacht vor seinem Verschwinden ist merkwürdig. Denn er begab sich in Gegenden in Byron Bay, von denen er eigentlich nichts wissen konnte.
nichts wissen konnte und auch sollte. Denn diese Gegenden meiden selbst Einheimische. Eieieiei. Der Heimweg. Mal schauen. Theos Spur verliert sich am 31. Mai 2019. An dem Tag, an dem auch seine Mutter zuletzt von ihm hörte. Um zu verstehen, was mit Theo Hayes passiert sein könnte, ist es wichtig, sich seinen letzten Abend ganz genau anzusehen. Seine GPS-Daten geben Aufschluss darüber, wo er sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt aufgehalten hat. Die neuen Informationen sind bis heute die rätselhaftesten Faktoren in diesem Fall. Aber alles der Reihe nach. Wir begeben uns zurück zum 31. Mai 2019 und verbringen gemeinsam mit Theo einen Abend in Byron Bay. Er ist in Downtown unterwegs. Auch ein paar andere Backpacker aus dem Wake-Up Hostel sind anfangs dabei. Die Gruppe besucht gemeinsam die Bar Cheeky Monkeys. Das Lokal liegt etwa eine halbe Stunde Gehweg vom Hostel entfernt. Die Backpacker betreten das Cheeky Monkeys um ungefähr 21.35 Uhr. Nur etwa anderthalb Stunden später, um kurz nach 23 Uhr, wird Theo jedoch gebeten, die Bar zu verlassen. Das Personal ist der Meinung, er sei langsam zu betrunken. Dabei hatte er nur zwei Bier und als er um 23.03 Uhr die Bar verlassen soll, hat er bereits seit einer Stunde keinen Alkohol mehr getrunken. Das weiß man durch Zeugen. Ein Backpacker, der bei Theo saß, wird später sagen, Theo sei, wenn überhaupt, nur minimal angetrunken gewesen. Ein weiterer Zeuge bestätigt das. Laut Aussagen von Anwohnern käme es in der Bar... Nach zwei Bieren bist du nicht wirklich... Also das Spür... Also ja gut, es kommt auch auf den Körper drauf an, aber normalerweise... Je nachdem, wie stark das Bier ist, aber jetzt, wenn ich jetzt zwei Bier trinke, dann merke ich auch kaum. Allerdings was. Wohl häufiger vor, dass Gäste gebeten werden zu gehen. Ah, gut. Theo verlässt das Lokal allein. Der Rest der Gruppe bleibt dort zurück und feiert weiter. Nach seinem Rauswurf aus dem Cheeky Monkeys ist Theo auch das Betreten von jeder anderen Bar in Byron Bay untersagt. Er scheint den Entschluss zu fassen, sich auf den Weg zurück zum Hostel zu machen. Er tippt die Adresse seines Hostels um 23.09 Uhr bei Google Maps ein. Die GPS-Daten seines Handys zeigen genau, in welchem Tempo Theo sich in welche Richtung bewegt. Doch nun nehmen die merkwürdigen Ereignisse ihren Lauf. Denn Theo Hayes geht in die entgegengesetzte Richtung. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass Theo sich verirrt hat. Vielleicht hat er noch ein anderes Ziel und benutzt die Entfernung zu seinem Hostel, um sich zu orientieren. Theo schlägt seinen Weg in eine Parallelstraße der von Google Maps vorgeschlagenen Route ein. Diese Parallelstraße führt direkt zum Strand. Möglicherweise dachte er, es wäre einfach eine nette Idee, auf dem Rückweg am Strand entlang zu laufen. Er passiert einen Ort namens Cricket Nets. Dieser Ort ist bei Anwohnern als ziemlich zwielichtig bekannt. Dort haben einige Obdachlose ihre Zelte aufgeschlagen. Aus seinen GPS-Daten geht hervor, dass Theo dort stehen bleibt. Ganze 7 Minuten hält er sich dort auf. Theo ist erst seit zwei Tagen in Byron Bay und kennt sich in der Gegend nicht gut aus. Dass er auf seinem Heimweg zum Hostel absichtlich dort angehalten hat, ist unwahrscheinlich. Wurde Theo vielleicht auf seinem Weg von jemandem angesprochen? Oder hat er sich bei den Cricket-Nets unwohl gefühlt? Vielleicht sogar beobachtet? Sein Handy hat er innerhalb dieser 7 Minuten jedenfalls nicht benutzt. Irgendetwas oder irgendwer muss ihn also dort von seinem Weg abgelenkt haben. Etwas, das ihn dazu bewegt, umzukehren. Theo läuft nicht weiter in die Richtung des Strandes oder des Hostels, sondern macht kehrt. Der 18-Jährige bewegt sich nun mit einem deutlich zügigeren Tempo als zuvor in Richtung eines anderen Strandabschnitts, der nicht in der Nähe seines Hostels liegt. Dabei hat er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 Stundenkilometern. Ja, das Schnellere ist auch. Zum Vergleich, wenn man mittelschnell spazieren geht, hat man eine Geschwindigkeit von ca. 3 Stundenkilometern. Theo ist doppelt so schnell unterwegs. Seine Geschwindigkeit steigert sich sogar noch ein wenig. Mit konstanten 7,5 km. Ja, also das klingt ganz, ganz stark danach, dass er verfolgt wurde von jemandem. Also zumindest so wirkt das. Auf den nächsten Metern hat er beinahe das Tempo eines Joggers. Oder einer Person, die einer anderen mit zügigen Schritten folgt. Schnurstracks entfernt er sich immer weiter vom Wake-Up-Hostel. Er scheint den Tello Beach anzusteuern. Und das, obwohl er bei Google Maps nicht nach dem Ort gesucht hat.
Er geht durch einige verschlungene Wohnstraßen, bevor er an einem Zugang zu einem Nationalpark ankommt, der direkt am Tello Beach liegt. Der Zugang liegt für Ortsfremde eher versteckt in einem Wohngebiet. Selbst einige Einwohner von Byron Bay kennen ihn nicht. Dass ein ahnungsloser Tourist ihn findet, ist eigentlich unmöglich. Okay. Vielleicht Theo wird auch nicht langsamer, als er den Nationalpark betritt. In dem Park ist es um diese Uhrzeit bereits stockfinster. Es gibt dort keine Laternen und kaum Wegweiser. Dennoch läuft er mit schnellen Schritten mitten durch den Busch, zwischen Bäumen, Sträuchern und Trampelpfaden hindurch. Teilweise geht er mitten durch das Gestrüpp. Einen richtigen Weg gibt es dort nicht. Immer weiter in Richtung des Strandufers des Tello Beach, der 5 Kilometer von seinem Hostel entfernt liegt. Auf dem Weg verliert er seine Baseballcap, die einer der letzten Anhaltspunkte auf Theo sein wird. Der Weg ist so verschlungen, dass Theo ihn unmöglich durch Zufall gefunden haben kann. Und doch muss er dort gewesen sein. Die Cap hat er immer bei sich getragen. Sie war so etwas wie sein Markenzeichen. Freiwillige Suchende finden sie Ende Juli 2018, mehr als einen Monat nach seinem Verschwinden in den Böschungen des Nationalparks. Der Fundort passt haargenau zu den GPS-Daten. Und dass er die Cap nicht wieder aufgehoben hat, ist doch ungewöhnlich, oder? Und wie? Ich meine, warum hebt man seine Lieblingscap nicht wieder auf? War es, weil er es eilig hatte? War es, weil er die Leute, die ihm den Weg zeigten, nicht aus den Augen verlieren wollte? War es, weil er Angst hatte? Da sind so viele Möglichkeiten. Aber es ist einfach merkwürdig. Total. Nichts passt hier zusammen. Angefangen von Theos 7-minütigen Aufenthalt bei den Cricket Nets, über seine abrupte Kehrtwende, sein zügiges Tempo und das zielstrebige Betreten des... Aber was ich erstaunlich finde, ist, dass Google alles nachverfolgen kann. Und das mit relativ einfachen Mitteln offensichtlich. Also man kann genau sehen, wo hat man sich wie hinbewegt, wie schnell. Man konnte erkennen, okay, der ist so halb gerannt. Der ist umgedreht, halb gerannt. Dort und dorthin, das ist schon... Und dort lag dann auch noch eine Mütze. Also das ist schon Wahnsinn. ...des Nationalparks bei düsterer Nacht. Noch einmal zur Verdeutlichung. Theo ist an diesem Abend nicht betrunken. Er ist ein vorsichtiger junger Mann. Und das gibt seinen Eltern einen Grund zu einer Annahme, die nichts Gutes vermuten lässt. Theos Familie glaubt, dass er nicht allein gewesen ist. Tello Beach. Theo kommt tatsächlich am Tello Beach an. Seine GPS-Daten zeigen, wie er zunächst weiter zielstrebig den Leuchtturm von Byron Bay ansteuert. Dann macht er aber abermals kehrt und geht wieder in Richtung des Buschlandes. In einer geraden Linie, ohne den kleinsten Schlenker, führen Theos Schritte zu einer Art kleinem Aussichtspunkt oberhalb des Tello Beach. Dort finden regelmäßig Strandpartys statt. Könnte es sein, dass Theo während seines 7-minütigen Aufenthalts am Cricket Net jemanden getroffen hat, der ihn mit der Aussicht auf eine Strandparty dorthin lockte? Bis heute kann man darüber leider nur mutmaßen. Doch seine Angehörigen und viele Ermittler halten diese Theorie für plausibel. Den ganzen Weg über hat er auf Google Maps die Route zu seinem Hostel geöffnet. Immer wieder hat er die App aufgerufen, vielleicht um zu schauen, wie weit er sich vom Wake-Up-Hostel entfernt. Dass Theo in der zwielichtigen Gegend Cricket Nets zum Beispiel Drogen gekauft und konsumiert haben könnte, woraufhin ihn sein Weg quer durch den Nationalpark führte, ist eher unwahrscheinlich. Sein Schritttempo ist konstant schnell, er bleibt nicht stehen und geht stets geraden Schrittes. Ebenso, als sei er in der Begleitung einer Person, die sich sehr gut in Byron Bay auskennt. Auch seine Cousine Lisa sagt, Theo hätte niemals Drogen genommen. Während der gemeinsamen Zeit in Melbourne seien die beiden oft gemeinsam ausgegangen. Immer wieder seien den beiden jungen Reisenden dabei auch Drogen wie MDMA angeboten worden. Jedes Mal habe Theo klar und direkt gesagt, dass er mit Drogen nichts am Hut habe. Theos Weg führt ihn weiter am Aussichtspunkt vorbei in die Buschlandschaft. Also die Sache ist natürlich extrem spannend, wenn man sieht, wenn man genau nachtracken kann, wo er langgelaufen ist. Aber gleichzeitig ist es auch umso erschreckender, wie man nicht rausbekommen kann, wo er ist, weil offensichtlich ist er ja spurlos verschwunden und man hat immer noch nichts von ihm gehört. Wo er für etwa 5 Minuten verweilt. Dann führt ihn sein Weg zurück zum Strand, wo er an einem Weg namens Cozy Corner stehen bleibt. Dort wird die GPS-Funktion von Theo Hayes Handy abgeschaltet. Vielleicht um Akku zu sparen.
oder weil er glaubt, den Routenplaner erst einmal nicht mehr zu brauchen. Das GPS-Signal schlägt ein letztes Mal am Tello Beach an. Laut dem Signal muss Theo dort auf einem großen Stein am Strand gesessen haben. Nachdem er die GPS-Funktion abgeschaltet hat, antwortet er auf ein paar Nachrichten, die er im Laufe des Tages bekommen hat. Dabei wirkt er ganz normal und artikuliert sich wie immer. Nichts erweckt den Anschein, dass er sich in einer unsicheren Lage befinden könnte. Mit einem Freund schreibt er über die Rockband U2. An seine Stiefschwester schickt er als Antwort auf eine frühere Nachricht einen Kuss-Emoji und das Wort Merci. Auch sonst benutzt er in einigen Nachrichten, die er verschickt, wie üblich französischen Slang. Dass jemand anderes als er diese Nachrichten verschickt hat, ist deshalb sehr unwahrscheinlich. Er ruft sogar YouTube auf. Okay, also ist es sogar wahrscheinlich, dass er dort selber auch das Handy mitgeführt hat. Also natürlich wahrscheinlich mit einer Begleitperson, weil warum sollte er plötzlich dort diesen Weg lang gehen? Irgendwer muss da wahrscheinlich wieder dabei gewesen sein, aber wenn er selber die Nachrichten geschickt oder er doch so geschickt hat, das heißt, er war mit dabei. Also nicht so, wie man jetzt vermuten könnte, okay, irgendjemand hat sein Handy entwendet da. Auf und beginnt für etwa anderthalb Minuten die französische Comedy-Show Burger Quiz anzusehen. Zu diesem Zeitpunkt ist es bereits 0.23 Uhr. Wie passt das mit der Theorie zusammen, Theo sei nicht allein gewesen? Hat seine unbekannte Begleitung ihn vielleicht gebeten, kurz zu warten und Theo hat sich die Zeit am Handy vertrieben? Oder haben er und die unbekannte Person ihr Ziel erreicht und sich einfach unterhalten, während er am Handy war? Um 1.02 Uhr am frühen Morgen des 1. Juni verschickt Theo Hayes eine letzte Nachricht via WhatsApp an einen Freund. Die beiden chatten über Surfen an den Stränden Australiens. Dann reißt die digitale Spur des 18-Jährigen ab. Theo Hayes verschwindet endgültig. Das Handy bleibt zwar eingeschaltet, wird jedoch nicht noch einmal benutzt. Aufgrund einer speziellen Software wird das Handy jedoch noch weiter getrackt. Zwar nicht so genau wie mit den GPS-Daten von Google, aber Experten können bei der Wiederherstellung der Daten sehen, dass sich das Telefon noch einmal bewegt hat. Und zwar um die Klippen herum, vom Wasser weg. Wieder zurück in die Richtung des Leuchtturms von Tello Beach. Dort verbleibt das Handy, bis es um etwa 13 Uhr am Mittag des 1. Juni ausgeschaltet wird. Möglicherweise ist ab diesem Zeitpunkt der Akku leer. Weder Theo noch sein Handy werden jemals gefunden. Was ist mit Theo passiert? Also jetzt habe ich gerade... Die sind am Wasser. Könnte er ins Wasser gestoßen, gesprungen irgendwie sein und dann weggetrieben aufs Meer? Dadurch dann der Handyempfangabbruch. Oder er hat das Handy draußen gelassen, dann ist es dann eh auch irgendwann ausgegangen. Der ist ins Wasser, Klippe runtergefallen, irgendwie sowas, ja. Aber das ist alles komisch, auch mit diesen Bewegungen zuvor. Das ist sehr, sehr heftig. Ja, genau, jetzt kommt die Theorie vielleicht. Auch nach der Sichtung der GPS-Daten geht die Polizei zunächst von einem tragischen Unglück aus. Anfangs wird vermutet, Theo sei doch allein unterwegs gewesen. Am Tello Beach sei er dann irgendwann die Klippen hinaufgeklettert und habe die Orientierung verloren. Dann sei er wahrscheinlich abgerutscht, ins Meer gestürzt und ertrunken. Das ist aber eigentlich unwahrscheinlich. Kaum eine Stelle an den Klippen ist nah genug am Meer, um hineinzufallen. Viel eher wäre Theo auf Steine oder einen Strandabschnitt gestürzt. Dann hätte er zwar sterben, aber nicht von der Strömung fortgerissen werden können. Man hätte seine Leiche also gefunden. Und warum hätte Theo überhaupt die Klippen hinaufklettern sollen? Nach Hause hätte ihn dieser Weg nicht geführt. Auch Google Maps schlägt keine Route über die Klippen vor. Wenn man vom Tello Beach zum Wake Up Hostel geht. Eventuell war auf der Strandparty und hat noch ein klein wenig getrunken und ist wirklich ins Meer gestürzt. Aber dann hätte es vielleicht Zeugen gegeben oder so. Ich habe keine Ahnung, aber das ist. Ich finde das sass. Und die haben ja nochmal gezeigt, dass er mit dem Handy wieder zurück ist. Aber, ey, also wirklich, es ist zwar spannend, vielleicht danach zu recherchieren, wie könnte was passiert sein und auch die Theorien, aber gleichzeitig ist es auch mega schlimm. Und auch verwirrend. Das Ganze ist verwirrend. Auch, dass er plötzlich schneller gelaufen ist. Auch zu einem Abschnitt in diesem komischen
Busch da, wo man eigentlich den Weg nicht kennt. Gehen möchte. Als Backpacker. Dass Theo 2 Bier getrunken hat, ist zu diesem Zeitpunkt bereits 3 Stunden her. Auf Nachrichten antwortet er ganz normal. Auch, dass er schwimmen wollte und dabei ertrunken ist, ist unwahrscheinlich. Schon als Theo das Cheeky Monkeys um 23 Uhr verlässt, sind es laut Wetteraufzeichnung gerade einmal 13 Grad. Wahrscheinlich hat es sich in den Stunden danach noch weiter abgekühlt. In finsterer Dunkelheit und bei relativer Kälte im offenen Meer zu schwimmen, wäre für den vorsichtigen Theo mehr als untypisch. Deshalb äußern Theos Eltern relativ schnell Zweifel an der Theorie der Polizei. Was denken Sie, was passiert ist? Ich denke, Theo ist jemandem begegnet. Vielleicht mehreren Personen. Ich glaube, dass er nicht sofort von Gefahr ausgegangen ist. Aber irgendetwas ist passiert. Ich weiß einfach, dass er in dieser Nacht nicht allein war. Ja. 6 Wochen nach Theo... Für mich sieht das ja auch aus, allein schon mit diesen Schritten, dass er das nicht allein gemacht hat. Ich meine, ey, ich war auch schon hin und wieder allein unterwegs. Und dann bin ich gerade nachts oder so gejoggt, ja, weil ich schneller zu Hause sein wollte. Aber dann gehe ich ja den schnellsten Weg nach Hause. Warum sollte man so einen Umweg nehmen und nochmal umkehren? Also irgendwas muss ja passiert sein. Das ist ja absolut untypisch. Du gehst den Weg lang, kehrst wieder um, wirst schneller und läufst in die falsche Richtung. Das ergibt keinen Sinn. Hayes Verschwinden beendet die Polizei die Ermittlung. Sie bleiben bei ihrer Annahme, Theo sei ins Meer gestürzt und ertrunken. Das ergibt gar keinen Sinn, nein. Bei Theos Familie herrscht großes Unverständnis. Zwar wissen die Hayes... Das ist einfach nur ein Verschieben vom Problem. Also das macht gar keinen Sinn, weil dann wäre er erstmal direkt dorthin gegangen. Zweitens, wenn er es eigentlich nicht weiß, wie es dort lang geht, es ergibt gar keinen Sinn. Ist den Suchaufwand der australischen Behörden zu schätzen, dass das rätselhafte Verschwinden des 18-Jährigen aber als ein Unfall abgetan wird, schockiert sie. Es gibt in diesem Fall viel zu viele offene Fragen und Rätsel. Aufgrund der GPS-Daten glaubt die Familie weiterhin daran, dass irgendjemand bei Theo war. Jemand, der sich gut in Byron Bay auskennt und irgendetwas über sein Verschwinden weiß. Das müsste nicht einmal bedeuten, dass diese Person Theo etwas angetan hat. Aber vielleicht hat sie etwas beobachtet, einen Unfall oder dergleichen, und hat deshalb Angst bekommen, etwas zu sagen. Im Herbst 2019 meldet sich eine Anwohnerin zu Wort und teilt eine interessante Information. Sie lebt seit Mitte der 70er in Byron Bay. Laut ihrer Aussage soll das Cheeky Monkeys unter Einheimischen einen schlechten Ruf haben. Zur Erinnerung, das ist die Bar, aus der Theo am Abend seines Verschwindens rausgeworfen wurde. Man erzählt sich, dass jungen Menschen dort immer wieder etwas in ihr Getränk gemischt würde. Tatsächlich war die Bar 2013 und 2014 eines der Lokale mit den meisten gewalttätigen Zwischenfällen im Staat New South Wales. Das war zwar das ist ja ein sehr netter Ruf. 5 bzw. 4 Jahre vor Theos Verschwinden, ist aber trotzdem eine spannende Information. Der Eigentümer hält allerdings dagegen. Seitdem er das Cheeky Monkeys übernommen hat, sei die Bar viel sicherer geworden. Die Information, dass Gästen der Bar immer wieder etwas ins Getränk gemischt wurde, ist deshalb so brisant, weil Theo an diesem Abend ja weggeschickt wurde. Obwohl er nur 2 Bier getrunken hatte, schwankte er den Aussagen des Türstehers nach. Zuvor hatte Theo sich von der Backpacker-Gruppe, mit der ins Cheeky Monkeys gekommen war, entfernt. Er hatte mit anderen Leuten zusammengesessen und ein paar Gespräche geführt. Wäre es möglich, dass hier irgendetwas passiert ist? Dass jemand Theo unbemerkt etwas in sein Bier gemischt hat? Und wie könnte das mit den weiteren Geschehnissen des Abends zusammen... Ja, das Komische ist aber, wie das danach abgelaufen ist, auch mit dem Tracking. ...passen. Ist ihm irgendjemand aus der Bar gefolgt? Oder hat er unterwegs einfach die falsche Person getroffen, die es ausgenutzt haben könnte, dass Theo geschwächt gewesen ist? Der Türsteher, der für Theos Rauswurf verantwortlich war, wurde noch einmal von der Polizei befragt. Er hat sich das Überwachungsmaterial noch einmal angesehen und zugegeben, dass Theo nicht sonderlich betrunken ausgesehen hat. Theos Atem habe auch nicht nach Alkohol gerochen, als er sich mit ihm unterhalten habe. Die Bar hat an diesem Abend laut eigenen Angaben insgesamt 15 Menschen gebeten, das Cheeky Monkeys zu verlassen. Der Sicherheitsbeamte gesteht ein, er könnte Theo vielleicht verwechselt haben und sein Rauswurf sei nicht unbedingt nötig gewesen. Generell würde er aufgrund der strikten Regeln aber immer vorausschauend handeln. Dabei würde er nicht nur Gäste rauswerfen, die bereits sehr betrunken sind, sondern auch solche, die wirken, als könnten sie in den nächsten Stunden sehr betrunken werden. Weiter behauptet er, noch nie gehört oder gesehen zu haben, dass Getränke im Cheeky Monkeys manipuliert worden seien.
Immer wieder wird die Familie von gefakten Lösegeldforderungen aus ihrer Suche gerissen. Einzelne Familienmitglieder bekommen Nachrichten, in denen es zum Beispiel heißt: Wir haben Theo. Ich bin mir bewusst, wie beängstigend diese Nachricht sein wird. Das ist kein Scherz. Ihr Sohn ist entführt worden. Der Absender behauptet, Theo sei entführt und in eine andere Stadt gebracht worden. Nun wolle man ein Lösegeld in Höhe von 300.000 australischen Dollar erhalten. Was? Das in Bitcoin gezahlt werden soll. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Das hat die Polizei herausgefunden. Es war nur ein sehr geschmackloser Betrugsversuch. Krass. Der Absender dieser Nachricht kommt aus Südafrika und hat nichts mit dem Verschwinden von Theo. Boah, ey, ist das hart auch für die Familie, die dann wieder die Hoffnung hat, dass er noch lebt. So. Weil er dann wahrscheinlich am Leben ist, so, wenn so eine Erpressung stattfindet. Theo das ist sehr geschmacklos. Aber ja, gut, Betrüger. Drei Wochen nach seinem Verschwinden wurde am Strand von Byron Bay ein großer Holzknüppel gefunden. Er ist etwa 1,50 Meter lang und befleckt. Darauf hat jemand die Worte "Der Richter" geschrieben. Die Fundstelle befindet sich nur etwa 10 Gehminuten von Theos letzten GPS-Signal entfernt. Der Knüppel wurde bei der Polizei abgegeben, in nachfolgenden Berichten wurde er aber nie wieder erwähnt. Und es gibt noch einen gruseligen Hinweis. Ein anonymer Tipp erreicht die Hayes. Es heißt, Theo sei in der Nacht seines Verschwindens jemandem begegnet. Diese Person gehöre zur Drogenszene von Byron Bay. Als Umschlagplatz sei die etwa 70 Kilometer entfernte Stadt Nimbin bekannt. Dort würden Theos Habseligkeiten in einem verlassenen Haus liegen. Privatermittlern gelingt es tatsächlich, dieses Haus zu finden. Dort finden sie Gepäckstücke. Drei Koffer und deren Inhalt liegen in der kleinen Hütte verstreut. Sie gehören aber nicht Theo, sondern einer Frau namens Thea Little. Sie verschwand etwa ein halbes Jahr nach Theo, ebenfalls in Byron Bay. Oh mein Gott. Also davor ist schon mal jemand verschwunden, vor allem gerade mal ein halbes Jahr vorher. Und ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr aufgetaucht. Ihr Leichnam wurde einige Monate... Und dann ist sie... Ja, dann weiß sie ja auch, was mit ihm los ist. ...dazu später gefunden. Boah, ist das frustrierend. Und zwar in dem Buschland in der Nähe des Tallow Beach. Dort, wo Theo sich am Abend seines Verschwindens aufgehalten hat. Vielleicht könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die beiden Fälle zusammenhängen. Oder wollte jemand nur über Umwege sein Wissen über das Verschwinden von Thea Little teilen? Die Todesursache von Thea ist bis heute nicht öffentlich bekannt. Noch im Sommer 2020 hatte die Polizei aber darum gebeten, dass Personen mit Informationen zum Verschwinden der Frau sich melden sollen. When I left Belgium, I promise, Theos little brother Lucas, that I would bring his brother home. Please help me keep my promise to him. People have the power. Let love rule. Thank you. Leider wird es lange still um den Fall Theo Hayes. Seine Familie sucht unermüdlich weiter. Vor allem JP und Lisa treten in australischen TV-Shows auf und sprechen über Theo. Die Familie in Belgien führt eine Facebook-Seite zu Theos Verschwinden, die bis heute aktiv ist. Doch auf einen Durchbruch bei den Ermittlungen warten alle vergeben. Yeah, today, 4 years ago, Theo disappeared. Am 31. Mai 2023. Also am 31. Mai 2019 ist er verschwunden. Im Oktober 2022 gibt es noch einmal eine gerichtliche Untersuchung. Theos Verschwinden ist zu diesem Zeitpunkt bereits über 4 Jahre her. Der damals 18 Jahre alte Junge wird offiziell für tot erklärt. In dem Befund heißt es, auf Basis der bisherigen Erkenntnisse sei er mit trauriger Gewissheit verstorben. Wie können die aber mit Gewissheit, also wie können die über Gewissheit sprechen? Gewissheit ist ja, wenn etwas definitiv so ist. Natürlich, also man hofft es nicht, die Wahrscheinlichkeit ist aber aufgrund schon des Fundes von der anderen Person, gehen null. Entweder durch die Folgen eines Unfalls oder durch Dritte, die bisher nicht ermittelt werden konnten. Mit anderen Worten, auch die australische Justiz hält sich die Möglichkeit, jemand könnte Theo Hayes etwas angetan haben, offen.
Dass Theo freiwillig verschwunden sein oder Suizid begangen haben könnte, wird hingegen von offizieller Seite ausgeschlossen. Stattdessen bleibt es bei den beiden Theorien, die wir heute besprochen haben. Entweder ist Theo am Tello Beach auf den Klippen gestürzt, abgerutscht und ins Wasser gefallen, oder er hat in der Nähe der Cricket Nets eine oder mehrere Personen getroffen, die ihm etwas angetan haben. Ja, sorry, aber es ist doch... Die haben es doch schon gesagt, es ist unrealistisch, dass er überhaupt ins Wasser dann kommt, wenn er abstürzt, weil die zu weit weg sind, diese Klippen. Im Gutachten wird noch einmal explizit hervorgehoben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Theo den verschlungenen Weg zum Tello Beach allein gefunden hat. Obwohl Theo nun offiziell für tot erklärt wurde, ist sein Fall noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen laufen weiter. Es wurde sogar eine Belohnung in Höhe von 500.000 australischen Dollar ausgesetzt. Als das Gutachten verlesen wird, ist Theos Familie da. Sie sind extra nach Byron Bay gekommen, um ihrem verschwundenen Jungen an diesem Tag nahe zu sein. Theos Cousine Lisa sagt in einem Interview, Byron Bay sei für sie der furchtbarste Ort der Welt, aber gleichzeitig würde es sich wie zu Hause anfühlen. Theos Mutter sagt gegenüber einer australischen Journalistin, dass sie leider nicht mehr viel Zuversicht habe, noch zu erfahren, was Theo zugestoßen ist. Doch ein kleiner Funken Hoffnung wird immer für sie dableiben. Denn sie glaubt, dass es jemanden gibt, der genau weiß, was in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 2019 mit Theo geschehen ist. Und sie hofft, dass er oder sie sich irgendwann melden wird. Genauso wie Theos Vater, sein Patenonkel JP und dessen Frau Julia, seine Cousine Lisa, sein Cousin Michael und zahlreiche Freunde aus Belgien, die immer noch täglich an Theo Hayes denken. Sie alle warten darauf, Antworten auf ihre Fragen zu finden. Der Fall Theo Hayes ist unsagbar traurig. Er erinnert an Fälle wie die von Lars Mittank oder Chris Kremers und Lisanne Frohn. Allesamt junge Menschen, die einfach nur etwas von der Welt sehen wollten. Sie alle sind nicht nach Hause gekommen. Warum, wissen wir bis heute nicht. Ich hoffe, ich kann mit Videos wie diesem dazu beitragen, dass diese Personen nicht in Vergessenheit geraten. Ja. Denn hinter jedem verschwundenen Menschen stehen Familien wie die von Theo. Familien, die seit Jahren täglich dafür kämpfen, dass die Rätsel gelöst werden. Also allein mit der Geschichte, dass diese Frau 6 Monate vermisst wurde und dann wurde gesagt, jo, sie ist dort, beziehungsweise dachte man, Theo ist dort, aber dann war eine Frau dort. Also allein das zeigt mir, wie wenig Hoffnung man sich eigentlich da schon fast machen kann. Weil es ist wirklich bitter. Ja, es ist wirklich sehr, sehr bitter. Und ja, das bricht einem natürlich das Herz, wenn man dann auch sieht, wie der Vater darüber redet und traurig ist. Gelöst werden können. Es ist aber auch wirklich schwer vorzustellen, wenn eine Person einfach nicht mehr da ist. Und du weißt nicht, wo die Person ist. Und dann die Polizei nicht mal irgendwie was machen kann. Und man hat eigentlich schon den krassesten Hinweis gegeben, überhaupt mit diesem Handy, dass man es noch einloggen konnte, weil sonst hätte man diese ganzen Tracking-Daten nicht rausgefunden. Dann wären wir gleich direkt bei Null wahrscheinlich. Würde mich eure Gedanken besonders interessieren. Welche der beiden Möglichkeiten, die das Gericht festgelegt hat, haltet ihr für wahrscheinlicher? Haltet ihr es wirklich für möglich, dass Theo in der Nacht seines Verschwindens ganz allein war? Er war safe nicht allein. Also allein diese Tracking-Daten sagen alles, plus... Wie kommt der überhaupt zu so einem verlassenen Ort? Da geht niemand allein in der Nacht hin. Also selbst wenn man jetzt voll besoffen wäre, würde man dort nicht durchgehen wahrscheinlich. Es ist 13 Grad oder so. Das heißt, man geht auch nicht ins Bad. Ins Wasser. Oder will noch in der Kälte irgendwie zu den Klippen. Ergibt für mich auch keinen Sinn. Also es ergibt nur Sinn, dass da jemand im Beisammen war und irgendwas gemacht hat. Ja, wer kriegt sich? Warum ist er gerannt? Ergibt keinen Sinn. Warum dreht er plötzlich um? Okay, umdrehen verstehe ich, aber warum geht er dann nicht wieder in die Richtung, Richtung seinem Hotel? Da hat er ja eh noch eine gewisse Zeit gehabt, um die Leute abzuschütteln vielleicht. Oder glaubt ihr, er hat die falschen Leute getroffen und schwebte in größerer Gefahr, als er vermuten konnte? Ich bin gespannt auf eure Eindrücke. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Das hilft dem Kanal wirklich extrem weiter. Aktiviert auch gerne die Glocke, denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ach, und falls ihr mir bei Instagram noch nicht folgen solltet, dann tut das gerne. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Da poste ich manchmal Behind the Scenes, Bilder von mir, den Katzen oder was auch immer. Also ein bisschen meines Alltags. Also falls euch das interessieren sollte, klickt einfach auf den Link in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht, und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.
Bis dahin. War jetzt ein harter Fall, ne? Also ich wünsche der Familie da natürlich alles Gute nur. Und ja, ich weiß nicht, Hoffnung gibt es da eigentlich nicht, aber das wäre natürlich absolut krass, wenn es da irgendwann wieder ein Lebenszeichen geben würde oder wenigstens eine Gewissheit da sein würde. Weil so hofft man die ganze Zeit und man tappt da nur im Dunkeln. Aber es ist wirklich, es ist grausam. Wirklich, man will sich das nicht vorstellen. Also so ein Verschwinden. Also ich kann auch nur zustimmen. Lasst ein Abo bei Insolito da. Der hat wieder ein absolut krasses Video gemacht. Vor allem zu so einem Fall, der noch ziemlich aktuell ist und auch die Familie immer noch aktuell danach sucht. Das Video ist unten in der Beschreibung. Checkt das gern ab. Wenn ihr mehr von True Crime sehen wollt, lasst mich gern wissen in den Kommentaren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und lasst natürlich auch gerne eine Bewertung da, ein Abo da. Das wäre eine coole Sache. Ich danke euch nun fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video, was dann wahrscheinlich morgen kommen wird. Und dann macht's gut, haut rein. Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao.